Also Lockerungen sind nicht in Sicht, ganz im Gegenteil. Hier wird Baustein für Baustein ein Überwachungsstaat in Sachen Finanzen aufgebaut, der also mit Nordkorea meines Erachtens letztlich zu vergleichen ist werden. Und wenn du heute zum Beispiel der AfD Geld überweist, dann könnten sie in 4 Jahren sagen, das ist aber eine kriminelle Handlung, wir schließen dir das Konto oder wir machen irgendwas, du wirst jetzt angezeigt und so weiter. Also Herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag und heute mit einem absoluten Kenner, mit dem Finanzjournalisten Michael Imroß von mmnews.de, Finanzjournalist seinerseits und Kenner der Märkte seit langer, langer Zeit. Herr Imroß, schön, dass Sie mit dabei sind. ja, ich freue mich heute zu Gast bei Ihnen zu sein. Sehr schön, Sie sind ja auch live zugeschaltet aus Berlin heute. Wir schwitzen beide. Ich bin in Köln, Sie in Berlin. Die Aufnahme entsteht an einem sehr, sehr warmen Sommertag hier. Wir haben aber auch heiße Themen mitgebracht. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie denn gerade die finanzielle Situation Deutschlands ist. Wir haben ja eine finanzielle Repression. Und was heißt finanzielle Repression? Es wird versucht, in irgendeiner Art und Weise privates Vermögen abzugreifen. Und da kam jetzt erst die Headline raus, dass Christian Lindner ein neues Superfinanzamt eröffnet hat. Und viele fragen sich jetzt, wie geht hier die Entwicklung weiter? Wird der Staat mehr und mehr auf private Vermögen zugreifen wollen oder wird es hier schon mal ein bisschen so in Richtung Lockerungen gehen? Also Lockerungen sind nicht in Sicht, ganz im Gegenteil. Hier wird Baustein für Baustein ein Überwachungsstaat in Sachen Finanzen aufgebaut, der also mit Nordkorea meines Erachtens letztlich zu vergleichen ist, weil die Regierung, aber auch die EU planen, also bis zum letzten Cent in dein Vermögen hineinzuschauen und gucken, was hat er denn überhaupt? Ich nenne jetzt mal die 4 Hauptpunkte, die uns blühen. Vermögensregister ist ja vielen Leuten schon irgendwie bekannt, ist aber in Vergessenheit geraten, in der letzten Zeit. Tatsächlich ist es aber so, dass schon in wenigen Tagen oder Wochen oder vielleicht auch heute schon herauskommt, dass es soweit ist. Denn Brüssel hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, wo sie schon seit einem Jahr daran basteln, ob so ein Vermögensregister überhaupt möglich ist und unter welchen Umständen das funktionieren kann. Und ich erwarte also in kürzester Zeit, dass diese Machbarkeitsstudie dann eben zu einem positiven Ergebnis kommt. Wie könnte es anders sein? Und dann haben wir das Vermögensregister, das meines Erachtens ja nur dazu dient, die Leute auszuschnüffeln und zu gucken, wenn es ernst wird, wenn die Kassen im Staat knapp werden, ihnen dann entsprechende Dinge wegzunehmen. Aber zum Vermögensregister gesellt sich dann auch noch das Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz. Also das kann man kaum aussprechen. Da geht es darum zu checken, ob das, was ein Bürger hat, irgendwie im Verhältnis zu dem steht, was er erarbeitet hat, zu seinem ja, sozialen Stand und so weiter. Sprich, also wenn du plötzlich mit einem dicken Mercedes durch die Gegend fährst, dann kann der Nachbar sagen, oh, er ist aber nur Kranführer, dann zeigen wir den mal an und dann sollen die mal gucken, woher die das Geld haben. Die große Anti-Monetary Laundry Agency, also die Anti-Geldwäschebehörde, haben Sie gerade angesprochen, die wird in Frankfurt parallel dazu ausgebaut. Da sollen über 1000 Leute nun über Geldwäsche und kriminelle Finanzierung wachen. Und was die meisten Leute noch gar nicht auf der Uhr haben, ist also, dass es zu all dem noch ein EU-Kontenregister geben soll, ab 2029 zwar erst, aber die Daten der Konten werden schon jetzt gesammelt, nämlich seit Juli 2024 gibt es eine zentrale Meldestelle oder Registrierungsstelle über das, was jeder einzelne EU-Bürger auf seinem Konto hat, wohin er Geld überwiesen hat und so weiter und so fort. Und das sind natürlich alles Punkte, die einen wachrütteln müssen, gerade wenn du dein Vermögen schützen möchtest vor dem Zugriff des Staates. Du kannst ja beispielsweise auch aus Versehen
in die Bredouille geraten. Beispielsweise die AfD ist ja heute noch nicht verboten, aber kann ja in 3 Jahren verboten werden. Und wenn du heute zum Beispiel der AfD Geld überweist, dann könnten sie in 4 Jahren sagen, das ist aber eine kriminelle Handlung, wir schließen dir das Konto oder wir machen irgendwas, du wirst jetzt angezeigt und so weiter. Also George Orwell ist gar nichts dagegen. Der Bürger wird auf Schritt und Tritt und Schritt überwacht. Und das Ganze dient natürlich nur dazu, im Ernstfall, wenn es wieder mal eine Krise gibt oder wenn dem Staat das Geld ausgeht, denjenigen es wegzunehmen, die sich nicht wehren können. Insbesondere auch eben Immobilienbesitzer, also Stichwort neue Grundsteuer und so weiter. Also wir gehen da ganz düsteren Zeiten entgegen. Es ist bemerkenswert, was Sie da sagen, weil das hört sich so ein kleines, also die Geschichte, die wiederholt sich ja nicht, aber sie reimt sich irgendwie, so geht ja der Spruch. Und was Sie da alles sagen, erinnert mich ein kleines bisschen an die Zeit, wo mal eine Mauer zu Bruch gegangen ist und noch ein bisschen vorher. Und insbesondere muss ich auch wirklich sagen, ostdeutsche Mitbürger wurden ja manchmal so ein bisschen, was weiß ich, in den Medien irgendwie komisch dargestellt oder irgendwie minderwertig dargestellt. Aber die sind eher diejenigen, die da sehr, sehr große Wachsamkeit haben und auch ein Gespür dafür haben. Glauben Sie, dass es so weit kommt, dass wir jetzt einen totalitären Staat bekommen, der da wirklich bis auf die letzte, jetzt übertreibe ich ein bisschen, Unterhose schauen möchte, was hat der Einzelne denn, und geht dann sogar so weit und sagt, bitte lieber Nachbar, wenn du was Verdächtiges siehst, dann zeig doch das gerne mal an. Ja, aber ich meine, das sind ja genau die Referentenentwürfe, die ich bereits eingesehen habe. Genau so ist es doch. Also ich meine, wenn man sich zum Beispiel das Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz anschaut, dann gibt es da eine Stelle, wo man Menschen melden können, die vermeintlich mehr Geld haben, als ihnen zusteht. Ich meine, es ist noch nicht Gesetz. Das Gesetz ist, der Referentenentwurf stammt vom Mai diesen Jahres. Kann jeder im Internet nachschlagen. Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz, Stichwort VVB. Und da steht es genau drin. Also es ist so, dass die da vorschlagen, dass es dazu noch nicht mal des Gerichts bedarf, um dir das Vermögen wegzunehmen, wenn der Eindruck entsteht, dass es dir nicht zusteht. Das ist wirklich Wahnsinn, ja. Ich meine, wir sprechen jetzt hier nicht über Vermögen oder Vermögensgegenstände, die du illegal erworben hast durch Betrug, durch Kriminalität, Diebstahl und so weiter. Dazu gibt es ja schon entsprechende Gesetze, dass du die nicht besitzen darfst und dass du die natürlich auch abliefern musst, wenn du erwischt wirst. Aber wir reden ja hier auch von Grauzonen, von denen sich die meisten Menschen gar nicht bewusst sind, was das bedeutet. Also die Oma, die im Leben 100.000 Mark, Mark sage ich schon, lebe immer noch in der Vergangenheit, also Euro angespart hat. Oder der Onkel, der irgendwie 20, 30 Unzen Gold irgendwo versteckt hat und so weiter, der diese Dinge legal erworben hat, aber nach 10, 20 Jahren gar nicht mehr nachweisen kann, wie er daran gekommen ist, ja. Dinge, die stehen alle zur Diskussion meines Erachtens. Und was soll den Staat dann hindern, dass er sagt, okay, wir haben bei dir irgendwie so und so viel Geld gefunden oder Gold oder dies oder jenes Kunstgegenstände, und du kannst nicht nachweisen, wie du da rangekommen bist. Also gehen wir davon aus, dass es illegal war, weil du ja keine Unterlagen mehr hast und nehmen es dir einfach weg und du kriegst dann obendrein noch eine Strafe. Das ist das Worst-Case-Szenario, das ich habe. Es mag ein bisschen übertrieben klingen, aber wir sprechen uns dann mal in 3, 4 Jahren wieder. Genau darauf läuft es doch hinaus. Jetzt fragen sich natürlich viele Leute, vor allem insbesondere dann, wenn sie solche Videos hören und sehen, wie kann ich denn als legaler Bürger und auch als legaler vermögender Mensch, ja, und da geht es jetzt wirklich nicht darum, hier, wenn es gerade extreme Vermögen sind, sondern wie Sie sagen, das sind die 10 Unzen, die von der Oma kommen oder das Grundstück, das von da und daher kam. Aber wie kann sich jemand davor schützen, legal? Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Also letzten Endes geht es hier nur, da geht es darum, dass man möglicherweise, wenn man noch jung ist, also für mich trifft es, ich kann das, ich mache das nicht, also auswandert außerhalb des EU-Raums oder versucht, das Geld jetzt schon irgendwie auszugeben. Also schützen kann man sich eigentlich gar nicht. Ich empfehle immer, dass man ein Konto zumindest außerhalb der EU haben sollte, aus Sicherheitsgründen. Wir sehen ja auch in der letzten Zeit merkwürdige Dinge, was die Meinungsfreiheit angeht.
Da werden ja auch Konten geschlossen und so weiter. Da wird den Leuten der Boden weggezogen, ihrer Existenz. Und wenn du dann also nur Konten in Deutschland hast, dann bist du oder in der EU, bist ja völlig aufgeschmissen. Also ich würde dringend dazu raten, beispielsweise außerhalb der EU auch ein Konto aufzumachen, damit man also noch eine letzte Sicherheit hat. Und was das Kontenregister und die anderen Dinge angeht, da ist noch nicht ganz klar. Also eigentlich muss man ja beim Vermögensregister auch seine ausländischen Guthaben oder Wertgegenstände angeben. Aber ich denke, dass sie im Ausland noch ein Ticken sicherer sind als bei uns. Und wenn ihnen das Konto gesperrt wird oder sonstige Dinge, also Kontenregister beispielsweise, Stichwort nochmal aufgegriffen, was geht es die EU, was geht es Brüssel an, was auf meinem Konto abläuft? Ich meine, das ist ja eine Frage des Prinzips. Und wenn du ein Konto in der Schweiz hast, dann geht es eben nicht, da kommen die so schnell nicht dran.